Hallo, hier ist die Kati und wir packen heute von Playmobil einen etwas älteren Adventskalender aus. Und zwar ist der von der NHL und nennt sich Wettstreik am Teich. Der ist von 2017, also wirklich schon ein bisschen her. Ich habe den mal noch gefunden und habe gedacht, ja, man kann sich auch ein bisschen gucken, was es noch so früher gab, ne? Also Eishockey ist, glaube ich, im Moment bei Playmobil gar nicht mehr so aktuell, aber die hatten mal so eine Reihe, wo sie auch diese ganzen amerikanischen Clubs so einzelne Sets davon auch hatten. Und das scheint dann damals auch der Adventskalender dafür gewesen zu sein. Ich bin gespannt. Ich finde, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Also was so dabei ist, da muss man, glaube ich, nicht nur Eishockey-Fan sein, um den gut zu finden. Aber wir schauen mal. Wie immer ist der hier an der Seite noch ein bisschen zu. Das können wir gleich mal ändern. Den auch da rausbekommen. So. Ich gucke mir ja mal gerne auch mal so ältere Sachen an, um zu vergleichen, wie sich das so verändert hat in den Jahren dann. Die ganzen Adventskalender. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn offen. Tada-da. So. Er ist wieder hochkant. Das ist ja bei den meisten Adventskalendern von Playmobil so. Ah, hier ist noch diese Szene dran. Die werden wir am Ende auch nochmal aufbauen. Mal gucken. Bei den neuesten Kalendern ist es ja mal so, dass diese Szene sehr integriert in den Kalender ist. Da bin ich nicht so der Fan von, weil dann kann man mit einigen Sachen, die man so drin hat, im Kalender gar nichts mehr anfangen, wenn man diese Papp-Ding da nicht mehr hat am Ende. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Das muss nicht sein. Aber wir schauen erstmal, was hier so los ist. Also hier sieht man schon ein bisschen was auf dem Kalenderblatt. Ja, ich hoffe, es ist nicht alles sozusagen jetzt schon gezeigt, was dabei sein wird, weil das wäre ein bisschen schade. Bisschen Überraschung muss ja auch sein, das wisst ihr ja, ne? Wir fangen mal hier oben mit der 1 an. Flop. Und wir haben, ja, einen Eishockeyspieler als erstes. Das finde ich gut. Das muss sein. Oh, der hat ein geknicktes Bein. Das finde ich ja witzig. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Kann der was mit seinem Bein machen? Seht ihr das? Ne? Der hat hier auch geknickte Arme. Das ist ja cool. Also so eine Figur haben wir vom Playmobil auch noch nicht. Und hier steht dann NHL drauf. Also allgemein jetzt nicht ein ganz spezieller Club, der dann da drauf ist auf dem Trikot. Was hat er hier noch alles dabei? Seine Schlittschuhe. Okay, zumindest ein. Wo ist der andere? Hat er nur ein Schlittschuh dabei? Ach, er steht hier so in dem Ding drin. Ja, Moment, wir müssen jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Also, er hat hier ein Schlittschuh. Der kommt an dieses Bein hier, genau. So, das muss so sein. Und dann haben wir hier so eine, keine Ahnung, Rampe. Wie funktioniert das? Kommt das da rein? Nein, das kommt da rein. Auch nicht. So. Ach Mann, ich glaube, wir müssen uns die Anleitung angucken, aber ich finde, die gibt immer so viel her. Ach so, hier kann man dann irgendwie zurückfahren. Moment. Ach, hier ist ein, guck mal, hier können wir luschern. Hier ist das Bild. Also, er hat tatsächlich dieses Bein da drinne. Klack. Und dann muss er den Schläger. Hier sind richtige Löcher drin bei den Handschuhen. Die kann man auch nicht ausziehen. Nee. Der Schläger gehört dann so da rein. Ach so, und hier vorne ist ein kleines Loch und der kommt dann da in dieses. Ist auch so ein bisschen wabbelig hier, dieses Teil. Ran. Und dann, ach, guckt mal, dann kann er richtig pum, losschießen. Hatten wir jetzt einen Puck dabei? Nee, ne? Das ist ein bisschen schade, dass jetzt noch kein Puck dabei war. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine Abschussvorrichtung, aber keinen Puck. Nö, hier ist keiner. Na gut. Also auf jeden Fall kann er schon mal so ein bisschen so machen. Das finde ich ganz cool. Ich meine, man kann die Figur ja auch rausnehmen und auch so damit spielen. Das ist schon mal ganz cool. Sehr gut, gefällt mir. Nummer 2. Die ist ein bisschen kleiner da oben. Da ist wahrscheinlich ein Puck drinnen. Ich hoffe nicht. Okay, hier ist sein Helm und. Okay, nur der Helm. Na, das finde ich ein bisschen. Das ist ein bisschen wenig. Ne? Da hätten sie jetzt wenigstens mal endlich den Puck reinmachen können. Das heißt also, am zweiten Tag kann man immer noch nicht richtig spielen. Wo kommt das hin? So, auch doch so. Haben die keinen Gesichtsschutz, die Armen? Wenn man so einen Puck ins Gesicht bekommt, ist, glaube ich, auch nicht gut, oder? Nummer 3. Hier haben wir ganz viele Pucks jetzt endlich. Das ist ganz gut. 4 Stück. Hätte ja auch mal gerne einer drin sein können. Und dann, wenn der weg ist, ist dann vorbei mit dem Spaß. Nein, wir haben 4 Stück. Das ist supi. Dann gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Und, oh. Oh, das zischt los. Noch einmal noch. Also man kann es auch ein bisschen mit Gefühl machen, dann fliegt es nicht ganz so weit.
Ach so, man muss direkt dahinter stehen, ne? Bumm, okay. Aber wenn man so richtig drauf zischt, dann hat man doch ein bisschen Power dahinter. Sehr schön. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch Spaß macht, da ein bisschen mit den Dingern durch die Gegend zu schießen. Nummer 4. Wo ist sie denn? Die ist hier. Noch ein kleiner. Okay, irgendwelches Papier. Das war's. Okay, wir haben hier... Was ist das? Aufkleber? Ich glaube Aufkleber. Kann man die vielleicht hinten auf das Trikot draufkleben? Könnte ich mir vorstellen, dass man hier dann vielleicht die Nummer draufkleben kann von demjenigen. Oder dass es nachher wieder Stand ist. Gute Frage. Wahrscheinlich hinten aufs Trikot. Also ich tippe jetzt mal, dass es zum Trikot gehört. Aber jetzt hat man halt diese Aufkleber mit den Zahlen, ne? Vielleicht kommt noch ein rotes Männchen. Wahrscheinlich ach, ist das der hier, ne? Aber vielleicht kommt auch noch so eine Anzeigentafel. Also, ja, also ich finde die Reihenfolge ist manchmal immer nicht ganz so durchdacht bei so einem Adventskalender. Schauen wir mal, was so die 5 dann hergibt. Vielleicht ergibt sich das Ganze dann doch ein bisschen, was wir damit anfangen sollen. Okay, wir haben jetzt hier eine Bank. Ja, das war's. Aber eine Bank ist immer ganz schön. Also da könnt ihr ja drauf sitzen, wenn sie dann an einem Teich spielen. Nummer 6, Nikolaus. Ich finde ja, Nikolaus darf immer gerne was Besonderes sein. Aber na, ein bisschen klein, ne? Für was Besonderes. Oh, was ist das? Ein Schnee ohne alles. Also wir haben jetzt hier ein Schnee. Also, man sagt ja immer, die Kalender sind schlechter geworden mit den Jahren, ne? Aber wie gesagt, der ist von 2017. Und das finde ich jetzt schon so ein bisschen doll traurig. Da hätte wenigstens irgendwas drauf sein können, ich weiß auch nicht. Oder noch ein kleines Häschen im Schnee oder was weiß ich. So, Nummer 7. Das ist ein bisschen schöner. Jetzt haben wir hier so ein bisschen so einen Schneeschipper dabei und gleich 2 Stück. Einmal für Kinder, oder? Ja, der ist ein bisschen kleiner und einmal ein bisschen größer. So, 2 Schneeschieber. Das eine sieht eher aus wie eine Schaufel und das sieht aus wie ein Schneeschieber, aber ist schon okay. So, Nummer 8. Wo ist die 8? Da oben. Geh auf. Oh, Tütchen, komm raus. Oh, da versteckt sich ein Kind drin. In einer riesigen Tüte. Deswegen macht es auch Sinn, dass wir so einen Kinderschneeschieber hatten, weil jetzt kommt nämlich einen Tag später das Kind. Aber er hat einen süßen Pulli an. Und eine kleine Mütze hat er auf, damit die Öhrchen nicht frieren. Na, geht die überhaupt auf? Die sitzt ein bisschen locker, aber okay, hält. Ja, hinten mit Kapuze ist eigentlich schon ganz cool, ne? Für 2017 sieht er eigentlich ganz gut aus. Also so würden die heute auch aussehen, manche von den Playmobil-Kindern. Doch, der gefällt mir auch gut. Der ist sehr niedlich. Das war Nummer 8. Jetzt kommt die Nummer 9 hier unten. Na, was haben wir da? Oh, ein Sack. Sonst ist immer ein brauner Sack dabei für den Weihnachtsmann. Diesmal haben wir einen schwarzen Sack. Ich meine, das ist gar nicht schlecht. Da können wir dann die Pucks reintun. Dann sind die wenigstens gut aufbewahrt. Huch, ein bisschen aus wie Kohle, ne? So, Nummer 10. Da oben ein etwas größeres Fach. Tada! Oh, was haben wir hier? Wir haben hier nochmal Schnee und nochmal Schnee und das war es auch schon. Ja, ich weiß nicht, ob das so Begrenzungen dann sein sollen oder was wir damit jetzt anfangen. Also wir haben jetzt schon 3 Teile mit so Löchern drin und noch nichts, was wir damit da anfangen können. Na gut, wir können eine kleine Schneelandschaft damit bauen. Nummer 11. Ups, was haben wir jetzt hier? Ach, jetzt haben wir hier die Fähnchen. Aber keine Aufkleber. Doch, hier sind die Aufkleber. Ich dachte schon. Das ist, da fehlt doch was. Okay, also hier haben wir NHL. Und das sind wahrscheinlich sehr berühmte Clubs. Also irgendwas mit Indianern, würde ich mal sagen. Oder so. Keine Ahnung. Und was steht da? Toronto Maple Leafs. Okay. Na gut. Okay, hier haben wir die große Fahne. Und dann haben wir hier die kleinen roten. Eine blaue. Und eine für... Einen hier so ein Fahnenmast für den großen. Ich muss mal kurz gucken. Wir können bestimmt hier irgendwo luschern. Da oben ist sie zu sehen. Wie rum macht man das? Na, wahrscheinlich eher so rum. So, und da kommt die NHL drauf, ne? Hätte ich jetzt auch gedacht.
Hopp und hopp. Macht man doch hoffentlich auf beide Seiten, ist das korrekt? Obwohl, vielleicht brauchen wir die nachher noch. Hier ist auch noch ein so ein Ding. Ich mache mal nur auf nur einen drauf. Vielleicht brauchen wir den anderen nachher noch. Warum ist der denn so komisch? LNH. LNH. Ist das vielleicht irgendwie ein anderes Land, wo das denn so ist? Oder haben die sich verschrieben? Ist das ein Druckfehler? Man weiß es nicht. Okay, ich mache das jetzt hier einfach mal so drauf. Und dann machen wir jeweils einen von diesen Teams. Einmal hier. Den. Ich kenne leider keine Eishockey-Teams, deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, was das ist. Vielleicht ist das was wie Red Sox, oder? Aber das ist Football, oder? Ach, also ich bin jetzt lieber still, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung von sowas. Weder von Football, noch von Eishockey, noch von Baseball. Also keine Ahnung. Ich gehe einfach davon aus, dass das jetzt hier irgendwelche ganz berühmten Teams sind. Und deswegen kleben wir die jetzt hier auf die Fähnchen drauf. Warum jetzt das schwarze Fähnchen hier irgendwie LNH heißt, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das. Dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann werden wir alle ein bisschen klüger. Nummer 12. Richtig? Hier war die 11. Wo ist die 12? 12, 12, 12. Da. Direkt da drunter. Ah, guck mal, wir kriegen das nächste Kind, ne? Auch noch ein Kind. Ach so, das sind dann wahrscheinlich immer die, vielleicht die Väter oder so. Und dann sind die Kinder dabei. Oder das sind kleine Fans. Das kann natürlich auch sein. Und sie hat hier so ein, soll das, keine Ahnung, irgendwas Winterliches auf ihrem Pulli. Und eine rote Kappe. Da ist sie wahrscheinlich für das rote Team. Und der Junge vielleicht fürs blaue Team oder so. Süß. Also die sind beide sehr schön, die kleinen Figürchen. Nummer 13 haben wir da oben. Komm mal raus. Oh. Noch eine Fahne. Und da steht jetzt Playmobil drauf. Okay. Also wir haben eine Menge Fahnen. Das sind mir ein bisschen zu viele Fahnen, muss ich sagen. Achso, die ganzen Fahnen können wir jetzt wahrscheinlich hier in diese Eisdinger hier reinstecken irgendwie. So und dann so. Dann haben wir hier noch die ganzen kleinen. Die könnten wir vielleicht hier so reinstecken. Vielleicht kommen da nachher auch noch mehr. Machen wir mal so rum. Na. So. Und so. Aber ich meine, ist die Frage, wer geht denn irgendwo auf einem zugefrorenen Teich Eishockey spielen und stellt dann die ganzen Fahnen von irgendwelchen Teams da auf? Ja gut, das hinterfragen wir jetzt mal nicht so doll. Und dann gucken wir mal weiter. 13 hatten wir jetzt. Dann brauchen wir jetzt die 14. Oh, das finde ich toll. Guckt mal hier. So ein Rentier. Das steht wahrscheinlich dann einfach da so in der Gegend am Teich, im Wald rum und guckt ein bisschen zu, was die so machen, die Leute. Und das ist halt auch, ne, das kann man halt immer benutzen. Auch nach Weihnachten kann man so ein Tierchen mit einer Playmobil-Kiste immer mal gut gebrauchen. Nummer 15. Komm mal raus da. Ach, noch mehr Aufkleber. Und noch mehr kleine Fähnchen. Also das ist eindeutig zu fahnenlastig. So, hier sind ja noch mal andere Clubs, von denen ich keine Ahnung habe. New York Rangers, okay. Irgendwas mit B, vielleicht Boston oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das sieht aus wie ein C und ein H oder ein Hufeisen. Man weiß es nicht. Wir kleben die mal kurz hier auf. Wahrscheinlich müsste man dann doch immer von beiden Seiten die bekleben, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Aber uns reicht jetzt einfach eine Seite. So, komm her. Flupp. So, ich würde sagen, der rote kommt hier drauf. Na, so ein bisschen gerade soll es schon sein, ne? Aha, dann kommt der schwarze hier drauf. Und der blaue. Den machen wir da drauf. Und schon haben wir wieder ganz viele kleine Fähnchen. Moment, wir hatten ja hier noch eine. Hier war noch ein von diesen Schneedingern. Und dann machen wir die da alle drauf. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Keine Ahnung. Einfach um alle ihre Fähnchen einmal zu präsentieren, die sie so gemacht haben. So, Nummer 15.
Wo ist es denn? Wo ist es denn? 15? Hier ist 16. Habe ich ihn schon aufgemacht und ich sehe es nicht. Ach, den haben wir gerade schon gemacht. Ja gut, dann bleiben wir doch bei der 16. Oh, was haben wir hier? Ein Helm für die Figur, die wir noch nicht haben. Ich mag sowas nicht. Leute, dann hätten wir erst die Figur und dann den Helm machen können. Was sollen wir denn jetzt mit dem Helm? Nummer 17. Ach, komm raus. Da ist jetzt die Figur drin. So, der hat kein eingeknicktes Bein. Der hat dafür irgendwas anderes hier mit. Was ist denn das? Und er hat keine Schlittschuhe damit bei. Guck mal auf das Bild hier so ein bisschen luschern. Was ist das? Ach so, der steht... Okay, der steht hier mit beiden Beinen. Das sind Schlittschuhe. Guck mal hier, links und rechts. Und dann werden die gleichzeitig hier drauf gemacht. Und dann hat er wahrscheinlich gleich irgendwas, wo man ihn noch ranmachen kann. Und das ist so ein kleiner Goalie, deswegen hat der auch ein Torhüter, hat der auch so einen Helm drauf. Ja, ist ganz cool, ne? Also irgendwas wird er wahrscheinlich noch gleich haben, dass er vielleicht irgendwie bewegt werden kann, dass er dann die Sachen aufhalten kann. Er braucht auf jeden Fall auch noch ein paar Handschuhe. Ja, ganz gut. Und ich glaube, hier würde man jetzt die Nummern draufkleben, die man vielleicht vorher bekommen hat, ne? Also. Und dann, keine Ahnung, gibt es denn so Leute, die haben dann echt so Lieblingsnummern, die sie dann da hinten unbedingt draufkleben müssen? Ich finde das... Dafür ein Türchen so ein bisschen herzugeben, ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Wäre nicht sowas, worüber ich mich jetzt so hundertprozentig freuen würde. Na komm mal her, der nächste ist die 18 gewesen. Ach, hier kommt der Rest von seinen Sachen. Guck mal, was du hier alles bekommst. Also, du hast hier ein paar Handschuhe. Und was ist das? Ach so, Schoner vielleicht? So. Ach so, okay, er hat nur auf einer Seite einen Handschuh und auf der anderen Seite hat er sowas hier, damit er nämlich den Stock noch halten kann. Na, so sieht das denn von hier. Das ist richtig cool gemacht. Wir holen mal so einen Puck raus. Vielleicht würde der sogar da richtig gut reinpassen. Da ist nämlich so eine kleine Buchte drin, ne? Ah, nee. Habe ich zu viel erwartet. Ist nicht der Fall. Schade. So, er hat hier noch so Schuhe. Schoner sind das eher, ne? So zum Drüberstülpen. Aber ich glaube andersrum. Sonst kommt das Muster nicht so gut zur Geltung. Mal wieder ab hier. So, dann kommt der auf die Seite. Und der kommt dann auf die Seite. So sieht das schon sehr viel schöner aus. Und er hat hier noch so einen Schoner und seinen Stock. Stock, das hat bestimmt auch einen Namen, oder? Der kommt dann auf die Seite. Wie macht man den denn ran? Kann er nur eins von beiden tragen, wenn er den Handschuh jetzt nicht trägt? Moment, wenn wir den da ran machen, kann er den Handschuh noch anziehen? Das funktioniert nicht. Nee. Also er könnte nur eins von beiden anziehen, dann lasse ich ihm jetzt mal den Handschuh. So. Und hier ist dein Hockeyschläger. Den kannst du aber tragen, oder? Wenn du das Ding hier anhast. Auch nicht, aber auf dem Bild hast du den doch in der Hand. Oder, ach so, vielleicht habe ich die Schoner auch falsch rum angebaut. Die gehören wahrscheinlich so rum. Mal gucken, wahrscheinlich kann er dann auch den anderen tragen. So, zweiter Versuch. Wo ist dein Schoner? Da ist dein Schoner. Und wenn wir den jetzt so rum anbauen und dann versuchen wir jetzt mal den Handschuh noch drüber zu ziehen. Nö. Das will nicht. Schade. Hätte ja sein können, ne, dass es funktioniert. Wieder ab. Geht also wirklich nur der Handschuh auf der einen Seite oder dieser Schoner. So. Puck mal wieder einsammeln hier. Flop. Nummer 19. Ta, 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 ta. Okay, der hat seinen eigenen Aufkleber dabei. Dieser kleine Tisch. Der jetzt hier auch zu sehen ist auf dem Bild. Das ist wahrscheinlich wie so ein kleiner, ja, da kommt nachher die Trophäe drauf. Macht man hier unten zu. Und hier steht das auch drauf. Also, es wird kein Fehler sein, sonst hätten sie es nicht so gemacht. Vielleicht heißt das in dem einen Land so und in dem anderen Land so oder keine Ahnung. Wirklich nicht. Weiß ich wirklich nicht. So. Klären wir das hier mal hoch. Bisschen halbwegs mittig auf. Ta, 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 ta.
So, das war die 19. Jetzt kommt die 20. Ach, das finde ich ja süß. So ein kleiner heißer Tee oder Kakao oder vielleicht auch Punsch, man weiß es nicht. So eine kleine Thermoskanne und dazu gibt es dann eins und zwei Becherchen. Man hätte noch vier Becher sein können, sind ja schließlich vier Personen da. Ich weiß nicht, ob die Kinder nichts kriegen oder die Erwachsenen. Hm, weiß es nicht. Die 21. Und bei der 21 ist ho 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 der Weihnachtsmann. Finde ich ganz gut, dass sie trotz dieses nicht ganz so weihnachtlichen Themas noch so ein bisschen was Weihnachtliches jetzt da reingebracht haben. Und guckt euch das mal an. Das ist richtig cool. Der Weihnachtsmann hat so ein Schiedsrichter-Trikot an von der NHL. Das ist eine richtig super Idee. Da hatte jemand einen guten Einfall und er sieht auch wirklich schön aus. Er hat einen schönen Bart. Schönen Mantel. Der gefällt mir gut. Der hat sogar noch ein paar Sachen hier dabei. Wo ist denn die Öffnung gewesen? Hinten. Also hat Schlittschuhe mit. Und, na, so, jetzt stopp. Was hast du alles dabei? Zeig mal. War es das jetzt? Also er hat Schlittschuhe, eine Pfeife und noch was für die Arme. Diese, ja, diese, keine Ahnung, wie sich das immer nennt. Hier so, ne? Dass es hier so ein bisschen hübsch aussieht. Flupp. Wie so ein Kragen, nur für den Arm. Na. Okay, gut, dass wir einen doppelt haben. Wenn er jetzt auch noch wegfliegt, ist natürlich schlecht. Flupp. So, dann halten die aber auch immer, wenn die einmal dran sind, ist gut. Wir haben auch einen extra Schlittschuh noch bekommen. Und hier eine kleine Trillerpfeife. Kriegt er in die Hand. Dann ist der Weihnachtsmann heute der Schiedsrichter. Das ist eine süße Idee. Also das ist jetzt bis jetzt das beste Kästchen. So, Ersatzteile zur Seite. Und das nächste kommt jetzt die 22. Und wir haben... Was ist das denn? Was ist das? Also hier ist irgendwie ein Licht. Das kommt wahrscheinlich oben drauf. Und das kommt, ist das wie eine Laterne? Oder, keine Ahnung. Ja, doch eine Laterne oder ein Licht oder sowas, ne? Hm, wer weiß, es wird irgendwas Wichtiges wahrscheinlich sein. Vielleicht extra fürs Eishockey spielen. Vielleicht wenn irgendwie Auszeit ist oder keine Ahnung. Oder Foul oder Tor. Und in der 23, apropos Tor, haben wir das Tor. Das ist sehr cool. Ich finde, damit können auch die anderen Playmobil-Figuren, wenn man jetzt nicht unbedingt Eishockey, Riesen-Eishockey-Fan ist, ja auch so Fußball spielen und sowas, ne? Das kann man ja für viele Sachen benutzen. Flop. Sehr schön. Das finde ich richtig cool. Sowas haben wir auch noch nicht. Das gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. 24. Guckt euch mal an, warum ist die 24 denn so winzig? Ich hoffe, da ist jetzt was Gutes drin. Tada. Ach, der Pokal. Ja gut, okay, ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Fan ist und das ist jetzt ein ganz spezieller Pokal, den jeder vielleicht haben will, ist das vielleicht ganz cool. Er sieht jetzt, ja, doch, er sieht ganz gut aus. Oben drauf hat er hier noch was drauf. Gehört das nach oben oder nach unten? Oder wie rum gehört er? Ach, der gehört so rum. Und das ist die Unterseite. So, also so rum gehört er. Nicht andersrum, ist kein Kelch. Der gehört so rum. Dafür ist dann hier auch dieser kleine Stand da, damit man das da draufstellen kann. Wer auch immer jetzt den teuren Superpokal mit zum Teich nimmt, während er da spielt, man weiß es nicht. So, das war der Kalender. Ich werde jetzt mal noch den Hintergrund aufbauen. Den schnappen wir uns gleich mal. Und so, hier haben wir den. Wie immer, diese niedlichen kleinen Prospekte. Sehr schön. Auch immer mal ein bisschen, um zu gucken, was es früher mal gab. Hier ist die Anleitung. Mal gucken, ob wir halbwegs alles richtig gemacht haben, wie es sein sollte. Ja, das sieht gut aus. Ja, okay, hier sieht man das. Die Nummern kommen hinten rauf. Und dieser kleine NHL-Aufkleber kommt noch vorne auf den Hut bei den Leuten. Wo ist denn hier dieser kleine Aufkleber gewesen?
Ah, hier unten ist noch einer. Guck, seht ihr den hier? Diesen ganz kleinen. Der kommt hier vorne drauf auf diesen Helm. Und dann kommt hinten, wir können ja mal einfach irgendeine Nummer nehmen. Wir nehmen mal Nummer 3. Und das kommt dann hinten auf seinen Rücken drauf. So. Das ist doch schön. Sehr gut. Ansonsten, ja, die Fähnchen mussten beklebt werden. Das haben wir alles richtig gemacht. Das war auch alles gut. Ja. Wir waren super. Wir haben es hingekriegt. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal hier, wie das Ding hier aussieht. Mal ein bisschen Platz schaffen. Okay, hier hat man so eine Eisfläche und hier im Hintergrund stehen dann so ein paar Leute und feuern ein bisschen an. Die haben auch wieder alle Fahnen in der Hand. Also Fahnen ist das Thema dieses Kalenders. Na gut, ich baue das mal schnell auf und dann zeige ich euch mal, wie das am Ende aussieht. So, hier haben wir den Kalender jetzt nochmal im Ganzen. Ich muss sagen, ja, ich finde ihn jetzt, wahrscheinlich als Eishockey-Fan findet man ihn wahrscheinlich sehr cool. Ich glaube einfach so, wenn man gerne Playmobil mag, ist er vielleicht ein bisschen zu speziell. Ein paar Sachen sind sehr nett, aber diese ganzen Fähnchen und so, braucht halt kein Mensch, ist halt so. Ist halt wirklich so, ne? Den Weihnachtsmann finde ich sehr schön. Der Goli, der kann tatsächlich doch gar nichts, ne? Das ist einfach nur der Ständer, auf dem er da so steht hinten. Deswegen, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Es sieht aus, als wenn er noch was könnte. Vielleicht gab es damals ein Set, wo man ihn dann bewegen konnte, so hin und her im Tor. Das geht jetzt hier leider nicht. Die Figürchen, aber also die kleinen Jungs und auch das Rentier finde ich sehr süß. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es für Fans wahrscheinlich ein cooler Kalender. Für alle anderen würde ich sagen, nicht unbedingt. Ne? Wenn er jetzt sehr günstig im Angebot wäre, hätte man ihn vielleicht irgendwie mitnehmen können. Aber der geht jetzt auch schon zu sehr hohen Preisen raus, gerade neu. Deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt noch was für mal eben auf die Schnelle gekauft. Und deswegen, ja, gibt so einen mittleren Daumen, würde ich sagen. Ne? Ist halt nur was eher für die Hardcore-Eishockey-Fans. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!